Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute teste ich einen Mod, und zwar den Minecraft Dungeons Mod. Sehr cooler Mod. Und ich würde sagen, es fängt an mit dem Video. Kurze Einblendung, ich wollte nur sagen, sorry, dass ich so lange keine Videos gemacht habe. Ich hatte halt, ein bisschen Streit mit jemandem. Ich würde sagen, die erste Reihe hole ich jetzt raus, und zwar Totem of Regenerations, noch ein Totem, irgendwelche noch so Sachen hier, also Mobs, sag ich mal so. Die nehme ich mal raus und teste direkt. Das erste ist es hier teste ich das Totem of Regeneration. Oha, lol, das ist krass, das ist richtig krass. Was, wenn ich Totem? Das verliere ich jetzt, ne? Okay. Totem auf Shielding ist was? Hä? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich mache das nächste, und zwar Spawn Kauldron-Boss. Kauldron-Boss? Oh, ein Boss. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich habe mir gerade ein Schwert geholt, damit ich ihn so killen kann halt. Ich weiß nicht, bekommt man irgendwas von ihm? So, besiegt haben wir ihn und bekommen Emeralds. Und zwar wie viel Stück? 8, perfekt. So viel. Der nächste ist Dummy. Das ist ein Trainingsding. Ich habe ja mal Minecraft Dungeons gespielt, das sollte unsterblich sein, also das kann man nicht kaputt machen. Und das nächste ist Nameless King, den kenne ich auch. Bam! Alter, diese Animation, Mann, die ist so krass. Er spawnt, glaube ich, noch irgendwelche. Also er spawnt noch Wachen. Ich kann gegen ihn jetzt mal ein Golem antreten lassen. Ein Golem. Und ihr werdet sehen, dass er so Skelette spawnt. Weil ich habe gegen den mal auch gekämpft und der ist krass. Ja, guck da. Die besiegen halt den Golem easy. Das ist heftig. Das ist schon, das ist richtig krass. Der nächste ist, ja, Enchanter. Enchanter. Den kenne ich auch, aber hier funktioniert er, glaube ich, nicht. Der kann gar nichts. Der ist einfach nur lost. Der nächste ist Geomancer. Huch. Ja. Okay. Geomancer ist auch sehr, sehr stark. Ihr könnt auch gleich sehen, was er kann. Wenn ich ihn gegen den Golem antreten lasse. Also er macht so Steine und die machen dann explosiv. Also, ja. Wenn ich so viele von denen so gegen ihn antreten lasse, ist schon heftig. Die machen auch krassen Schaden auf ihn. Also, naja, nicht so krass wie die anderen, aber ist eigentlich okay. Der nächste ist Wraith. So ein Geist, ne? Einfach so ein Geist, der macht, glaube ich, 2 Schaden. Und ja, das war's dann, glaube ich. 2 Schaden nur. Spawn Kaldron Slime. Was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist einfach ein Slime, der sich, glaube ich, nicht bewegt. Und ich würde sagen, wir kommen in die nächste Reihe. So, die nächste Reihe ist der Dschungelzombie. Also, es gibt einfach eine kleine Variante, das wusste ich gar nicht. Das ist der Dschungelzombie. Also, seine Frisur, da ist so ein Sumpf drauf oder so. Also so ein, wisst ihr, was ich meine? Moos oder so. Der nächste ist, Digga, der nächste ist Arch Villager. Oh, den kenne ich. Das war, glaube ich, der Anführer von allen. Ja. Ich kenne dich noch. Der kann auch fliegen. Sehr, sehr, sehr krass. Dann gehe ich mal weg von dem. Ich will den ja hier nicht haben. Der nächste ist Spawn Normal Villager Shop.
soll man bei dir denn einkaufen? Okay. Der nächste ist Mossy Skeleton. Oh, der passt hier sogar zum Sumpfbiom. Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass, ne? Alter. Heftig, heftig, heftig. Kann ich so sagen. Der nächste ist einfach mal Gold K. Er macht so viel. Er schläft ein. Oh. Hä? Ich verstehe diesen Sinn nicht an dem. Was macht denn der? Der macht nicht mal Schaden. Ich habe schon alles überprüft. Der macht halt gar nichts. Der Dschungelzombie hat sogar Vergiftung noch. Also er kann vergiften für 10 Sekunden oder so. Aber der? Der macht irgendwie nicht viel. Hä? Ach so. Oh mein Gott, wohin fliege ich? Wieso fliege ich denn wieder zu ihm? Der nächste ist Poison Quick Vine. So eine grüne hier. Bam. Bam. Ich muss hier ein Golem spawnen, damit das, glaube ich, funktioniert. Ich spawn meinen Golem, weil die ist so stark. Ich glaube sogar, die ist stärker als der Golem. Guckt euch jetzt mal an. Episches Fight. So einen Schaden habe ich noch nie gesehen. Die macht krass viel Schaden. Das ist so viel Schaden. Denn ich sehe Skeleton Vanguard. Skeletten. Oh, das ist von dem Boss da. Ja, ich kenne den. Auch schon krasse Rüstung. Und dieses Schwert ist auch krass. Der Helm auch, ne? Das Schild auch, also schon krass. 4 Schaden machen die auch. Und Redstone Golem. Ich habe eine Befürchtung. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Und zwar, ja, ich wusste es. Oh mein Gott, er ist so stark. Alter. Ich hatte immer Angst vor dem. Was sind seine Augen? Das da? Oder diese Orangen? Ich weiß nicht. Aber der ist stark, der ist krass stark. Wer der nächste ist, einfach mal Frozen Zombie. Gefrorener Zombie. Dann gucken wir mal. Den kenne ich sogar, glaube ich, noch nicht. Ah doch, den kenne ich auch. Er schießt mit Schneebällen. Ja, und hat auch einen krassen Style. Ja, guck dich jetzt an. Guck dich an. Schießt mit Schneebällen. Schon krass heftig und macht dabei noch viel Schaden. Also Part 2 und hier sind schon komische Kreaturen. Und zwar der Frosch und so ein Creeper. Das sieht auch schon anders aus. Aber das ist ja nichts mit dem Dungeon Mod zu tun. Ich habe schon versucht, das Wetter normal zu machen, aber Regen geht trotzdem. Und Leute, lang kam kein Video, außer das letzte Minecraft Dungeons Video. Kam gestern. Und. Ja, was ist das? Ach so, ich dachte, es wäre eine Festung und so. Ja, sorry, sorry, sorry. Ich hatte keine Zeit, Videos zu machen, weil Schule hat wieder angefangen. Und man weiß, was es heißt. Oh, ein Wüstentempel. Ja. Ich lasse jetzt die anderen Mobs, meine ich. Also die neuen Mobs. Ich habe was falsch gemacht. Also, ja, ich habe die nächste Reihe noch nicht genommen. Die nächste Reihe soll ja diese Reihe sein. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das teste ich dann auch noch aus. Der erste ist auf jeden Fall der. Und er sieht schon krass aus, das soll ich echt sagen. Alter, das ist so heftig. Oh mein Gott. Also, boah. Ich spawne mal einen Eisengolem neben ihnen, damit die mal
kämpfen können. So. Er kann auf jeden Fall Zombies spawnen. Das ist auch sehr, sehr krass. Und auch sehr stark ist der. Boah. Okay. Digga, dieser Schaden, Alter. Wie viel Schaden macht denn der? Wie viel Schaden machst du? Machst bestimmt Millionen oder so, Digga. Ja, okay. Wie viele Eisengolems brauche ich, um den zu besiegen? Ich muss ihn ja erstmal irgendwie wegbekommen. So. Ich spawn mal zwei Eisengolems. Ich glaube, es wird sogar reichen, um ihn zu besiegen. Wenn er, naja, nicht so stark ist. Oh, und gleich ist er kaputt, oder? Hä? Wie stark ist er? Drei Eisengolems besiegt. Oh mein Gott, Alter. Heftig stark. Heftig stark, kann ich nur so sagen. Ich suche in so ein neues Biom. Ich glaube, ich habe Minecraft fast fängt. Oh. Also lange nicht gespielt. Also doch schon. Gestern, aber hä? Ich wusste auch nie, dass Wüstentempel so sind. Das nächste Mob. Ja. Ist Violett. Wohin? Violetta, irgend so ein Diener, nur halt mit so einer krassen Rüstung. Ja. Das teste ich jetzt mal aus. Ich mache einfach hier so eine Reihe, damit ich später noch irgendwelche Eisengolems spawnen kann. Aber ich spawne erstmal einen. So. Ein Eisengolem. Also der war auf jeden Fall nicht so stark jetzt. Also so nicht stark jetzt. Der nächste ist Windy. Vindikator irgendwas. Jo! Digga! Wie unfair! Der ist auf den Kaktus gesprungen. Wie viele von denen braucht man denn, um den einen Eisengolem zu besiegen? Die machen ja fast gar keinen Schaden, oder? Digga, machen die überhaupt Schaden? Ja, machen schon Schaden. Ich spawn den nächsten Eisengolem erstmal. So. Da sind die schon, aber die sind echt schnell. Schon krass. Krass gemacht, Alter, wie? Wie macht man Mods? Ich weiß es nicht. Der nächste ist wieder so ein Vindikator, aber in weiß. Ich spawn den mal hier. Jo, der sieht auch krass aus. So ein Koch. So auch sehr krass. So ein richtiger Koch, Alter. Alter, wie? Das sieht so krass aus, Mann. Wie macht man sowas? Der macht auch viel Schaden, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich guck einfach am Ende, also nach dem Video, viel Schaden der macht. Und der nächste ist. Der nächste. Oh mein Gott! Ihr müsst wissen, hier so ein Fliege. Ja, was willst du? Der nächste ist Pilger Blue Helmet. Das ist diesmal der, aber mit so einem blauen Helm. Blauen Helm? Das ist auch krass. Krass, krass, krass. Also die haben schon eine sehr krass andere Rüstung. Sieht man. Aber das sind diese Pilger oder wie man die nennt. Ja, ja. Heftig, heftig. Der nächste ist Spawn Pilger Yellow Helmet. Was haben wir mit einem gelben Helm? Ich glaube, es hat keinen Unterschied. Aber die sind alle sehr gleich schwach. Kann ich so sagen. Ja. Okay, der nächste Eisengolem wird wieder gespawnt. Hä, wieso hat er sich nicht bewegt? Aber guck, ihr Aim, Alter, wohin schießen sie? Sind die blind, Digga? Die denken auch, die können durch Wände schießen. Digga, diese Fliege, oh mein Gott, Alter. Digga, halt's Maul! Also, die Fliege ist jetzt tot. Man muss halt wissen, ich bin ein guter Sniper. Und der nächste ist
Redstone Cube. Joa. Sieht krass aus, Alter. Ist das ein Vergift? Ah, nee, das sind die Zombies, okay. Redstone Cubes, oh mein Gott. Wie krass sieht das aus, oh mein Gott. Die können rollen. Alter. Das ist so cool. Ich glaube, ich hatte den Mod mal irgendwann. Ich erinnere mich noch, ich hatte den Mod. Ganz genau weiß ich das. Ja, genau. Ja, stimmt, in so einem Arena-Video hatte ich den Mod. Ja. Der Golem wird auf jeden Fall rasiert. Der kann da nichts gegen machen. Ich wollte noch den hier testen. Glowing Vine. Gibt's noch vielleicht irgendwas oder gar nichts mehr? Ich glaube, gar nichts mehr. Das ist das letzte. Okay. Und zwar das da. Hm. Fragwürdig. Ist auch so eine Pflanze oder so. Oh, der Redstone Cube bereitet sich schon vor. Der weiß schon, was kommt. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Ich meine, was ist das? Die macht Vergiftungseffekt. Ja, das ist krass. Das ist krass. Und dann gehen sie so weg. Okay. Achso, ich wollte ja noch Bam, Tod im Off Shielding testen. Und zwar in dem Überlebensmodus. Also gehe ich jetzt mal ins Überlebensmodus. Weil ich brauche das Bam, Tod im Off Shielding testen. Guck dich jetzt an. Sieht er das? Die kommen nicht rein. Die kommen einfach nicht rein. Das ist heftig. Also das ist heftig. Was, wenn ich jetzt hier diese Dings da spawne? Oh mein Gott, das ist so heftig. Oh mein Gott. Sie schießen sich gegenseitig ab. Also dieses Totem. Hä? Was? Er kann durchkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er kann einfach durchkommen. Digga. Ich geh mal weg schnell. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, das war's. Alter. Oh mein Gott. Das war's mit diesem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, damit ihr heute was Schönes heute euch passiert. Und Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Subscribe. Ich weiß selber nicht, wieso ich gerade das Intro überhaupt reingenommen habe, aber das war's wohl mit diesem Video. Ich glaube nur, damit das Video länger wird. Und ciao.